Willkommen wieder mal zu einer brandneuen, super tollen, duper Folge Pokémon Perl hier bei DerchoTV. Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Ja, ich hoffe, ihr habt gut hier hingefunden zu unserem kleinen, süßen YouTube-Channel, beziehungsweise auch zur heutigen Folge. Wahrscheinlich immer, ihr seid Abonnenten, wenn ihr das seht. Wenn ihr das zum ersten Mal seht, klickt auf den Abo-Button, schaut in die Playlist rein. Da gibt es immer wieder die Möglichkeit, uns zu finden, beziehungsweise diese Folgen hier zu gucken, immer montags auf unserem YouTube-Kanal und auf derchotv.de. Es ist Ordenzeit, liebe Freunde. Ja, wir stehen vor der Arena in Fleetburg. Da sind wir letztes Mal stehen geblieben. Und wir machen das wie immer traditionell, zeigen euch, wo wir hin müssen. Fleetburg, eine Hafenstadt in Sinnoh. Das sieht man auch sehr schön. Hier ist das Wasser, hier sind auch Brücken. Und hier ist die Arena von Fleetburg, der Mann mit Muskeln aus Stahl. Und ich rechne damit, dass wir wahrscheinlich Panpyro und Staraptor einsetzen müssen. Also Pikachu und Buschelin haben hier so gesehen keine Chance heute. Und wir werden heute diesen Orden hier machen und werden mal sehen, was uns heute erwarten wird. Hey du da, zukünftiger Champ! Der Arenaleiter setzt Stahl-Pokémon ein. Diese haben eine starke Verteidigung, daher musst du sie mit kräftigen Angriffen treffen. Ja, Stahlattacken sind sehr kräftig. Stahl hat auch zudem fast keine Schwäche, bis auf Feuer. So, das ist klar. Weswegen auch bei mir Magnetilo seitdem auch sehr unbeliebt ist, aber was willst du machen? Und da geht schon direkt los, der erste Vortrainer. Das wird richtig heftig, dieser Kampf. Stahl repräsentiert einen zügellosen Geist. Akzeptierst du das Scheitern nicht, wird dir der Pfad zum Sieg offengelegt. Habe ich es jetzt falsch vorgelesen? Wahrscheinlich. Ja, definitiv. Mal gucken. Schwarzgurt Enrico. Stahl. Oh Gott, jetzt geht. Oh Gott! Es geht ja schon gut los. Da gibt sie direkt schon Stahlos. Die zweite Entwicklung, also die Endentwicklung von Onix. Ne? Heftig. Und wir haben nur Flammenrad. Also wir haben keine andere Feuerattacke. Wir haben nur Flammenrad. Kein Flammenwurf, keine Glut. Nur Flammenrad. Und das kann heute spannend werden. Wenn nicht sogar kritisch. Ja, aber Panferno ist leider auf den Verhöhner reingefallen. Trotzdem greifen wir weiter mit Flammenrad an. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass das in die Hose gehen könnte. Aber was soll's, wir versuchen... Oh, Kreideschrei. Das ist auch nicht gut. Naja, das ist jetzt der erste Kampf gegen Stahlos auch noch, ja? Also ein richtig starkes Pokémon. Also es gibt ja auch noch andere Stahl-Pokémon, die etwas schwächer sind, aber... Naja. Was soll's. So, Stahlos wenigstens weg. Das ist wenigstens was Gutes. 1386 XP. Ist schon mal was. Also Level 40 ist heute nicht drin, aber wenigstens in der Nähe könnten wir sein. So. Wenn du aufgibst, endet alles für dich. Ja, das werden wir so sehen. So, jetzt haben wir hier jeweils immer wieder solche rote und gelbe Dinger. Aber erstmal kämpfen wir gegen den. In einer Arena geht es nicht nur darum zu sehen, wie stark deine Pokémon sind. Es ist so viel mehr. Ein Test deiner ganzen Persönlichkeit. Ich habe eine tolle Persönlichkeit. Meistens ist sie aber auch scheiße. Ernsthaft? Onix? Also, das ist hier eine Pokémon-Arena mit Stahl-Pokémon, ne? Und es setzt jemand ein Gestein-Pokémon ein, dessen Weiterentwicklung Stahl ist? Also im Kampf geht das nicht, sich weiterzuentwickeln. Dafür setze ich jetzt Schaufel ein. Ich könnte auch Tempo-Hieb machen. Ist ja auch, Gestein hat ja auch die Schwäche... Kampf. Ne, neben Wasser. Ernsthaft? Um Jottes Willen. Das geht heute in die Hose. Oha, oha. Ist ja nix. Ja, sagt derjenige. So, Tempo-Hieb. Auch noch eine Schwäche. Ja, wenn wir schon mit Feuer nicht agieren können. So, wenn es jetzt Schaufler einsetzt, nee, setzt Slammer ein. Ach du Jemine, ist eine normale Attacke, Gott sei Dank. Wir setzen nochmal eine Kampfattacke ein. Nämlich Tempo-Hieb. Alter! Das gibt's doch nicht! Oh Gott, jetzt kommt Eisenschweif. Ist aber, glaube ich, nicht sehr effektiv. Ja, aber Panferno ist im gelben Bereich. Wenn jetzt ein Trank gekommen wäre, wäre ich jetzt gegangen. Also, Headset abgesetzt und wäre gegangen.
Ja, 717 XP. Boah, fast 38. Diese Attacke war niederschmetternd. Ja, wenn man zu faul ist, sein Pokémon weiterzuentwickeln. Auf geht's, Trank. Oh Gott, wir haben nur super Tränke. Okay, der eine KP, der ist mir jetzt auch Jacke wie Hose. Müssen wir jetzt mal gucken, wie wir hier hin müssen. Okay, wir können hier drauflaufen, das ist schon mal etwas Besonderes. Vielleicht gehen wir hier hin. Okay, das ist nix. Satz mit X war wohl nix. Hier gehen wir hier hin. Okay. Hier ist der nächste Elektriker. Oder Bauarbeiter, je nachdem. Die Aufzüge fahren hoch und runter. Ich kämpfe gerne. Und ich auch. Ich bin Pokémon-Trainer. Ja, das sieht man doch. Ludwig. Wieder Onix. Also ich habe hier entweder was falsch verstanden oder die haben was falsch verstanden. Also einer von uns beiden hat hier was falsch verstanden, muss ich mal ehrlich gestehen. Und das sind die Elektriker. Definitiv. Aber sowas von. Ah, guck mal, jetzt haben wir denselben Fehler jetzt wie gleich. Ich mach folgendes. So. Es gibt Schläge. So, es war vorhin andersrum. Jetzt ist es richtig rum. Ja. Boden und Kampf und Wasser. Das ist die Schwäche von Onix. Naja. So, Level 38 für Banferno. Auch sehr schön. Ist, glaube ich, jetzt unser stärkstes. Nochmal ein Onix. Da lassen wir den Ludwig mal ein bisschen, sagen wir mal, tröpfeln. Wir lassen es jetzt tröpfeln, so wollte ich das sagen. Da kommt jetzt Onix. Oh, ein drittes hat er auch noch. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Habe ich wahrscheinlich aber dann auch wieder nicht. So, wir machen Ersurfer. Das geht ganz schnell. Ja, guck mal. Ist ja so Panfernus mit Buschelin gleich. Ja, nice. Ja. So, und das war jetzt ein einfacher Job. Und dasselbe passiert jetzt mit dem letzten Onix auch nochmal, damit wenigstens auch Buschelin hier eine kleine Präsenz hat. Eigentlich wären Buschelin und Pikachu hier raus, weil es um Stahl ging, beziehungsweise auch Staraptor. Aber Staraptor ist hier eher raus, weil bei Boden und Stahl hat es eher keine Chance. Ne? Und da sind jetzt geradewegs dann halt, beziehungsweise Gestein, nicht Boden. Ich will jetzt hier nicht von einigen hören, Onix ist nicht Boden, Onix ist Gestein. Ne? Ich weiß es selbst, aber ich habe es leider jetzt nur so gesagt. Jetzt habe ich ihn ganz schön heruntergezogen. Tja, kann ich weitermachen. Du bist doof. So. Okay, hier ist auch Satz mit X, war wohl nix. Okay, dann wieder runter. Dann mussten wir wohl hier hoch. Tatsache. Na, guck mal, ging ja schnell. Ja, weil wir uns verarscht gefühlt haben. Jetzt sind wir richtig. So sieht's aus. Oh, ein Trainer wieder. Ein Ass hat Wissen und Erfahrung, um auf hohem Niveau zu kämpfen. Ich zeige dir, was das für einen Anfänger wie dich bedeutet. Sag das mal lieber den Elektrikern, die haben alle nur Gestein-Pokémon, keine Stahl-Pokémon. Pionskora! Ist Stahl. Ja. Ich glaube aber auch Käfer, ne? Weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich, ne? Auch Käfer? Dann doppelte Schwäche? Ja. Hauptsache tot. Ist scheißegal. Hauptsache tot. Tarototototot. So, und Stalos. Wir bleiben dabei. Wir könnten aber auch Buschelin einsetzen bei Stalos, weil es ja auch noch irgendwo Gestein ist. Ne? Alle haben hier Stalos. Ich bin mir sicher, der Leiter hat auch Stalos. Oder Stalosse. Was ist die Mehrzahl von Stalos? Stalosse? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Eisenschweif. Ist auch nicht sehr effektiv. Definitiv nicht. Wir könnten es ja mal ausprobieren, wenn man mal Tempo-Hieb. Ja, ist auch noch Gestein mit dabei. Also das heißt, Buschelin könnten wir zur Not auch einsetzen. Zur Not aber auch nur. Aber wir müssen aufpassen. Wir müssen einen sehr starken Angriff haben. Die Verteidigung sinkt auch hier wieder. Aber wir setzen jetzt erstmal Flammenrad ein. So, damit ist auch dieser Trainer down.
War ein Ass-Trainer, glaube ich, ne? Wie der erste. Ja, ein Ass-Trainer. Oh, der Christian. Tja, hast du Pech gehabt. Oh, ich bin in der Stimmung, ein Schlaflied zu singen, bitte. Naja, nun gut. Das ist dann auch nicht so besonders. Ach so, hier. Ja, guck mal. Hier geht's direkt weiter. Hier haben wir dann wieder eine Sache. Ach, guck mal, es geht wieder weiter nach oben. Wir können links oder oben benutzen. Wir benutzen mal oben. Oben. Was haben wir hier so? Wir haben hier noch einen Trainer. Aber ich würde mal erstmal hier hingehen. Da ist nichts. Okay, dann sehe ich, dass wir dann hier hoch müssen. Aber ich gehe erstmal so da unten hin. Ne? Da waren wir noch gar nicht. Da ist nämlich auch Satz mit X war wohl nichts. Okay, dann waren wir vorhin richtig. Ne? Also hier. So, das heißt, wir haben wieder mal einen Elektriker, der nur Gestein-Pokémon hat. Pokémon und Menschen arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Wir geben dir gerne eine Kostprobe dieser Zusammenarbeit. Brauchst du nicht, hab ich schon selbst. Und wahrscheinlich kommt eh wieder Onix. Ich bin eine Elsair. Alter, Onix. Wollt ihr mich verarschen? Wahrscheinlich aber auch so ein Bug im Emulator, in der ROM. Ne? In Wahrheit sind das alles Stahl-Pokémon. Kann sein, muss aber nicht. Ich rechne aber damit, dass es nicht so ist. Wie auch immer. Sehr effektiv. Und weg ist das Onix. 670 XP. Also realistisch, also Level 40 könnte heute für Panferno doch realistisch werden. Ne? Also es wäre richtig nice. Aber werden wir erstmal sehen. So, ich mach mal zur Sicherheit mal Turbo-Tempo. Ne? Ja. Wenn es jetzt Schaufler macht, dann... Oh, es macht auch Eisenscheiß. Eisenschweif. Ich sage im Übrigen Eisenscheiß absichtlich. So. Also Schaufler war für heute in diesem, also für diesen Kampf nicht nötig. Heute habe ich es ja generell schon oft eingesetzt. So. Ich bleibe immer noch realistisch, was Level 40 angeht. Also werde jetzt langsam realistisch. Wollen wir mal sehen. So, was haben wir hier? Hier könnten wir irgendwie runter. Wahrscheinlich komplett runter. Und jetzt haben wir jemanden. Wieder einen Trainer. Einen anderen. Hua! Wir attackieren mit schwer zu konternden Judo-Griffen. Gibt's Kampf-Pokémon, die auch Stahl sind? Ist das jetzt wirklich eine Gestein-Stahl-Arena oder eine Stahl-Arena? Oder vielleicht doch irgendwie insgeheim eine Gestein-Arena? Leute. Ihr wollt mich doch alle nur verarschen, oder? Dafür ist der Wadi wirklich da. Ne? Naja. Wahrscheinlich mit Absicht, weil bestimmt der Leiter auch Gestein- und Stahl-Pokémon hat. Oh Gott, jetzt haben wir einen Sandsturm hier. Das ist ja fantastisch. Panferno wird jetzt vom Sandsturm getroffen, wenn aber gleich sein Onix besiegt ist und dann das nächste Pokémon kommt und es geradewegs nicht eine gewisse Fähigkeit dafür hat, um den Sandsturm, sagen wir mal, entgegenzuwirken, wird es auch davon betroffen. Aber freuen wir uns jetzt erstmal auf Level 39 für Panferno. Ist auch richtig nice. Very nice. Weiterhin tobt ein Sandsturm und Panferno wird getroffen. So, Stalos kommt jetzt zum Einsatz. Wenigstens mal einer, der auch weiß, wie es hier abgeht. Gestein und Stahl. Auch nicht schlecht. Machen wir Flammenrad. Yeah. Das wäre geil, wenn Panferno Flammenwurf könnte. Oder wenigstens eine richtig starke Feuerattacke. Das wäre so cool, wenn es gelernt hätte. So, wird jetzt auch Stalos getroffen? Stalos wird nicht getroffen. Ich habe gedacht, das wäre so. Dass auch das gegnerische Pokémon, was den Sandsturm verursacht hat, auch getroffen wird. Oder hat Stalos dazu eine spezielle Fähigkeit? Ich möchte das gerne in den Kommentaren beantwortet bekommen. Ohne, dass ich jetzt selbst nachgucke. Ich gucke auch jetzt nicht nach. Ich muss mich hier auf den Kampf konzentrieren. Wir müssen hier einen Orden abliefern. So viel kann man dazu sagen. Ne? So, dann mache ich jetzt nochmal Tempo-Hieb. Die Trainer sind ja hier zu feige, um einen Trank einzusetzen. Das macht ja nur der Arena-Leiter. So, da gibt es nochmal 1344 XP dazu.
und der Schwarzgurt Florian wurde besiegt. Das war eine ziemlich heftige Abreibung. Ich hab fast Abtreibung gelesen. Ach, Wadi, was ist mit dir heute los? So. Panferno kriegt immer nur auf die Fresse, ne? Aber was soll's. Wow. Was? Okay, so, nächster Ass-Trainer. Oder wie ich gerne sage, Arsch-Trainer. Wenn du dich nur auf einen Typ konzentrierst, erkennst du wirklich die Stärken und Schwächen eines Pokémon. Ach, wirklich? Eine Ass-Trainerin sogar. Francesca! Sag mal, wollt ihr mich veräppeln? So, es ist eine Stahl-Pokémon-Arena. Onix wird eingesetzt. Und jetzt kommt ein Azumarill? Nö, ich mach nicht mit. Ich könnte das Headset absetzen und gehen, aber tue ich nicht. Nö, muss nicht sein. Wow. Willst du jetzt mit Aquaknarre angreifen können oder mit einer Stahlattacke? Tja, wird nichts. Ladungsstoß, Pikachu. Azumarill ist eigentlich so gesehen nur ein Wasser-Pokémon. Ab Generation 7 kommt ja Feentyp hinzu, Wasserfee, ne? So viel kann man auch mal dazu erwähnen. Pikachu, du bist der Beste. Bist die Beste. Bist ja weiblich. Du bist mein bestes Pokémon. So, nochmal Ladungsstoß. Es kamen heute quasi fast alle Pokémon zum Einsatz. Wenn jetzt noch ein Pflanzen-Pokémon kommt und behauptet, es könnte eine Stahlattacke, ja, dann werde ich bescheuert. Aber wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. So. Wenigstens kriegt Pikachu heute auch ein paar XP dazu. Und sie sollte sich mal fragen, was sie hier zu suchen hat. Wahrscheinlich kam sie nicht mehr raus. Deswegen, sie hatte wahrscheinlich einen Merrill. So, jetzt geht wieder zurück. Oh. Ja, guck mal, da sind wir schon. So schnell kann das gehen. Würde auch bedeuten, dass wir schon gleich am Ende dieser heutigen Folge sind. Aber ich guck mal kurz, was wir noch so haben. Top-Trank, Piper-Trank, okay, das haben wir zur Sicherheit. Aether-Elixier haben wir noch, so eine Beere vielleicht. Na gut, lassen wir's. Ja, dann werden wir mal loslegen. Der nächste Orden steht an. Ich hoffe, das geht nicht in die Hose. Wenn doch, wäre es eine herbe Niederlage für uns. Aber ich glaube nicht. Ah, das ist der Orden von Erzelingen. Verstehe, verstehe. Du hast meinen Sohn besiegt, weißt? Nun, das ist kein Wunder. Er muss schließlich noch viel lernen. Und im Gegensatz zu Fight bin ich eine wirkliche Herausforderung für dich. Herausforderung von Leiter Adam. Bronzel. Ich hab Angst. Werden wir sehen, wie es abgehen wird auf einen guten Kampf. So, Panferno. Level 40 ist realistisch, habe ich heute gesagt. Ich sehe es jetzt anders. Wer weiß, was passieren mag. Flammrad auf Bronzel und das sieht... Das ist nämlich der Fall, warum ich nochmal Flammrad mache. Hypertrank, war doch klar. War doch so, war von klar. Wenn es jetzt ein Volltreffer ist, dann bin ich beruhigt. Oder wenn es generell down geht. Sogar noch mehr. Trotzdem, nochmal, Flammrad. Ich darf sogar zweimal angreifen, sehr schön. Oh, jetzt kommt... Oh, danke schön. Danke, 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 Panferno. Danke, bis Beste. So, 555 XP. Jetzt kommt Bolterus. Die Weiterentwicklung von, ich glaube, lass mich raten, Schilterus. Ja. Tatsache. Wow. Okay, hier müssen wir ein bisschen anders vorangehen. Aber wir haben ja noch zwei Attacken, die ja uns helfen können. Wow! Antikraft, oh oh, oh oh. Gut, ist normal effektiv, kann aber eine Menge ab... Ja, es geht. Gut, nochmal Tempo-Hieb. Das hat sehr gut funktioniert, das kann jetzt auch nochmal gut funktionieren.
Und es hat gut funktioniert. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich ist das letzte Stalos. Das letzte ist wahrscheinlich Stalos. Damit ist Level 40 realistisch! Level 40 für Panferno! Ja, nice! Lernst du was? Nein. Und wie ich's vorausgesagt habe, Stalos wäre sogar das erste gewesen. Hätte ich doch ahnen können, liebe Freunde. Mein letztes Pokémon, das wird der Entscheidungskampf. Das Ha! Hat gefehlt. Warum Entscheidungskampf? Ich habe noch 4. Beziehungsweise 5. Hasbüro ist ja wie immer nur vor im Beach. Oh. Feuer-Odem. Drachenattacke. Normal effektiv. Nein! Das ist scheiße. Aber Tempohieb ist Tempohieb. Ja. Käse. Oh Gott, Gyroball. Das ist, glaube ich, wieder eine Stallattacke, ne? Ja, das ist wieder eine Stallattacke. Nicht sehr effektiv. Es gibt kein Zurück. Doch! Es gibt ein Oh Gott, Sandsturm. Ah, die Paralyse ist ein bisschen, aber die hindert uns nicht zum erneuten Sieg, oder doch? Was? Alter, muss ich jetzt meine Strategie wegen diesem paar KP ändern? Top-Genesung. Alter, was für ein Arsch. Oh, nee, du. Okay, wir müssen gleich mal selbst gucken, wie ich diese Paralyse wegkriege. Weil jetzt nervt noch der Sandsturm. Okay. Ich habe nämlich keine Top-Genesung, sondern nur Hypertrank. Alter, das kann jetzt echt in die Hose gehen, denn dann steht nur, wenn Panferno es nicht schafft, Bougelin zum als Ersatz. Das kann ein bisschen... Oh Gott, Eiszahn. Eiszahn? Eine Eisattacke? Jetzt wäre ich komplett bekloppt heute. So, weiterhin... Okay. Die Paralyse nervt. Deswegen, da gehen wir jetzt volles Risiko ein. Sehr hohes und volles Risiko. Der Sandsturm tobt immer noch. Nicht, dass ich jetzt extra spannend mache. Das Problem ist einfach nur, ne, es kann in die Hose gehen oder auch nicht. Aber hier jetzt nicht. Das ist fantastisch. Jetzt bitte... Ah. Es sieht immer noch weniger aus, ne? Jetzt wieder Gyroball. Oh Gott. Okay, Tempohieb. Jetzt muss es aber... klappen. Ah, Käse. Alles Käse. Oh, schon wieder paralysiert. Alter! Scheiß Feuer-Odem. Komm, komm. Bitte, bitte Volltreffer. Fuck! Das gibt's doch nicht. Ja, okay, ich muss handeln. Ich muss handeln. Geht nicht anders. Ich muss handeln. Handel, 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 bumm. Eiszahn. Gegen ein Feuer-Pokémon. Was ich nicht lache. So. Wieder Gyroball. Das gibt's nicht. Alter, ich mach's jetzt mit Absicht nicht spannend, ne? Mit Absicht mache ich das nicht spannend, ne? Oh, endlich.
Zur Zeit, dass Panferno eine neue Feuerattacke lernt, wirklich. Boah, und geradewegs beim Schwächsten. Dem Stalos. Mann. Boah, Himmelsackrüpple. Einfach so besiegt, ja. Yeah. So sieht's aus. Du hast es geschafft, mein hervorragendes Team zu besiegen. In Anerkennung deiner Stärke überreiche ich dir den Minenorden. Minenorden! Bam, 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 bam. Dank des Minenorden kannst du nun die Attacke Stärke auch außerhalb eines Kampfes anwenden. Nun besitzt du 6 Orden. Das bedeutet, dass dir alle Pokémon bis Level 70 aufs Wort gehorchen. Hier, das gebe ich dir auch noch. TM91, nicht schlecht, was ist es? Lichtkanone. Trifft sie den Gegner, wird dessen Spezialverteidigung eventuell gesenkt. Ja. Sehr schön. So. Jetzt sind wir einmal hier schön durch. Ne? Schön ums Kreis, um den Kreis und dann direkt nach unten. Werde ich mir denken können. Und wir haben einen neuen Orden. Ist das nicht wunder... Bastian? Mein Rivale? Hä? Den habe ich doch in der letzten Folge besiegt. Hey, das ist der Minenorden. Gut gemacht. Bei deiner Stärke solltest du dir überlegen, ob du nicht Pokémon-Champ werden willst. Natürlich bin ich stärker als du. Bla 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 bla. Aber daher hast du kaum eine Chance, es tatsächlich zu werden. Na egal. Waldi, komm mal bitte mit in die Bibliothek. Darf ich erstmal meine Pokémon heilen? So. Nämlich das mit der Bibliothek machen wir in der nächsten Folge, denn ich sehe auch gerade auf die Uhr, es reicht jetzt auch für heute. War ein spannender Kampf, zuletzt gegen den Arena-Leiter. Mal gucken, wie es die nächsten Orden werden. Wir haben jetzt noch 2 Orden vor uns und dann kommt die Pokémon-Liga. Und wenn ich auch so drauf gucke, wir sind auch schon nicht mehr so weit weg vom Finale. Ne? Denn nach 8 Orden ist Schluss, so viel kann ich dazu sagen. Und heute für diese Folge ist jetzt schon Schluss. Ja, 6 Orden, wir haben einen neuen Orden. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank für die, die mitgezittert haben. Nächste Woche, beziehungsweise in der nächsten Folge geht's weiter. Dann werden wir selbstverständlich uns den nächsten Abenteuer widmen. Was es sein wird, das werdet ihr sehen. Ich sage derweil vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschüssi.